Sag und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur vierten Episode der FIFA 17 Pack Openings. Wir sind wieder am Start und heute geht es weiter mit den letzten 3000 FIFA Points, das heißt den letzten 20 Packs. Vorerst natürlich geht es die nächsten Wochen noch weiter mit einigen Pack Openings, aber heute geht es erstmal in die letzten 20 Packs rein. Wir haben dieses Team of the Week down mit Kevin De Bruyne und Edinson Cavani und Philippe Luis und davon wollen wir natürlich einen ziehen. Letzte Episode war der stärkste 83er, das wollen wir diese Episode toppen und das können wir natürlich nur schaffen, wenn wir einen guten Spieler ziehen. Ja. Wenn es euch gefällt, lasst einen Daumen nach oben, da würde ich mich tierisch drüber freuen. 1000 Likes eventuell wären richtig, richtig krass. Würde ich mich tierisch drüber freuen. Mehr Likes als gestern. Das ist immer unser Ziel. Vielleicht kriegt er das ja dieses Mal auch wieder hin. Und des Weiteren kann ich nur sagen, Links in der Videobeschreibung zu IG Vault, natürlich zu meinem Sponsor. 6% Rabatt mit dem Code MaxGamingTV. Dazu habt ihr die Social Media Links, mein Merchandise, das demnächst auf jeden Fall um einiges Cooles erweitert wird, was ihr auf Instagram auch sehen könnt. Und ihr könnt euch über 17 vorbestellen bei Amazon, wenn er das noch nicht getan hat. Gut, ich würde sagen, wir gehen zum ersten Pack und das wird diesmal mit James Rodriguez sein. Wir wollen nicht mit einem Non-Rare starten. Das ist unser großes Ziel. Am besten gleich eine Flagge. Eine Flagge ist das, was ich noch sehen will in diesem Pack-Opening. Es wird aber erstmal Moussa Sow und der ist richtig stark. Ich habe die letzten Episoden alles in meinem Verein getan, was war dämlich, weil ich muss ja ausmisten. Gott sei Dank gibt es die Web-App. Aber ich werde jetzt erstmal hier alles verkaufen. Jetzt habe ich mich verschluckt hier. Für was geht Moussa Sow? Ja, so, ja, gut. 1500 Münzen Gebot. Bin ich mal gespannt, ob ich den loswerde. Ansonsten, das Pack kann man, glaube ich, discarden. Ich nehme Verträge mit, ich nehme Heilungskarten mit und Position Modifier. Den Trainer brauche ich eigentlich. Ja, komm, den Trainer nehme ich auch mit. Und den Rest discarde ich dann. Rehgesel unter anderem. So, und damit kommen wir zum zweiten Pack. Okay, ich muss euch jetzt nicht jedes Mal mitnehmen. Ich habe euch nur einmal gezeigt, wie das funktioniert bei mir. Harry Kane auf dem zweiten und wir haben einen Non-Rare-Spieler. Das haben wir irgendwie bei Kane momentan immer. Und zwar ein Kameruner und zwar Leonardo oder Leandro oder Leandro? Leandro Quirke? Leonardo Quirke? Leonard, naja. Marco Reus, bringst du mir einen seltenen Spieler? Jawohl. Bringst du mir Flaggen? Nein, bringst du mir nicht. Aber du bringst mir immerhin Mbaye Niang, 78er Rating. Ist eine starke Karte auf jeden Fall. Könnte relativ overpowered eigentlich sein, aufgrund seines Pace-Werts von 89. Damjanovic, der mittlerweile unglaublich lange Haare hat, und Robertson. Robertson könnte vielleicht ein bisschen was wert sein, aufgrund dessen, dass er in der Premier League spielt. Ja, ist er tatsächlich auch. Einfach weil er Non-Rare ist wahrscheinlich. Schauen wir für 900 drauf für eine Stunde Gebot. Und Niang machen wir genauso drauf und zwar für, oh, der geht sogar für ein bisschen was, ich glaube, den möchte ich aber ausprobieren, oder nee, verkaufen wir jetzt erstmal, weil 78er Rating, der wird demnächst nichts mehr wert sein, deswegen versuchen wir das jetzt. Angel Di Maria, Impact, spanischer Torwart, wieder mal Victor Valdes, der, wie gesagt, Haare bekommen hat, das ist sowas von seltsam, das zu sehen, vielleicht einen coolen zweiten Spieler noch dazu, ja, Jesus Navas, habe ich gar nicht gesehen gerade, aber ist ja logisch. Kostet aber gar nichts. Wieso das denn nicht? Naja, okay, 70 Shooting. Keine Four-Star-Skills mehr. Was? Ja, gut. Das ist bitter. Harry Kane. Wir skippen das Pack, weil der bringt mir nie Glück. Und wir bekommen einen guten Spieler. Und zwar bekommen wir Lallana. Der ist ja sogar wirklich gut. Was ist denn da los? Dazu haben wir hier noch Teamtraining. Okay, wir hatten kein Duplikat, was ich gehofft hatte. Josabet, der wird nichts wert sein. Genauso wenig wie Griffith. Aber Lallana wird locker was wert sein. Weil, ja, der spielt bei Liverpool. 3000 Münzen, das ist doch mal ein schöner Start. Wie gesagt, ich muss einiges verkaufen jetzt hier am Anfang. Aber 3000 Münzen kann ich einfach sehr gut mit leben. Das ist schön. Eden Hazard. Impact. Auf dem Pack. Impact. Rechter Flügel Frankreich. Biabiani. Dürfte auch am Anfang was wert sein wegen seinem Tempo. An sich schlechte Werte eigentlich und auch nur ein 76er. Aber halt einfach schnell. Und das ist normalerweise ein gutes Indiz. Ja, immerhin 1000 Münzen. Kann man mit leben für einen Anfang. Eden Hazard, seltener Spieler, Flagge im Hintergrund, nein, wir bekommen aber Fernandinho, das ist auch eine gute Karte, nee, Fernando. Ach Mann, ich krieg wie gesagt nur die Troll-Player, das haben wir ja mittlerweile schon raus. Könnte vielleicht auch ein bisschen was wert sein mit ein bisschen Glück. Ja, ja, für 1000 kriegst du den vielleicht nicht weg, das ist okay. Anthony Martial, auf dem Pack, Anthony Martial im Pack, nein, ein Non-Rare und zwar Ramos, nur noch 82 Tempo, nicht so nice. James Rodriguez, 12 Packs haben wir noch. Wir haben noch keinen Spieler über 80, glaube ich, gezogen. Und jetzt wird es ein, was ist das denn? Also ein Paraguayer, 89 Tempo. Ach du meine Güte, aber ich glaube von La Spezia oder sowas. Oder irgendwas Argentinisches wahrscheinlich. Ja, von Lanus. Okay, ich lasse La Spezia Italien, aber nee. Wahrscheinlich nichts wert. Das dachte ich mir fast schon. Obwohl der 89 Tempo hat im zentralen Mittelfeld. Das ist schon krass. James Rodriguez, das 11. letzte Pack und wir kriegen einen seltenen Spieler. Kriegen wir Flaggen? Nein, kriegen wir nicht. Wir kriegen Francesco Totti, das heißt immerhin eine Legende. Das ist doch schon mal gar nicht mal so schlecht, aber auch wieder nicht herrlich. Und das ist das große Problem, denn was herrlich ist, kriegen wir momentan hier irgendwie gar nicht zustande. 10. letztes Pack, Harry Kane, seltener Spieler, locker wieder nicht. Doch, und zwar mit einer Flagge. Nein, diesmal nicht, aber... ach, Sirigu, stimmt, der spielt ja mittlerweile bei Sevilla. Erster 82 Bewerteter in dieser Episode. Das ist okay, auf jeden Fall. Wir bessern uns. Denke ich mal. Wer ist denn in Kom? Okay. Marco Reus. Ich möchte eine Flagge sehen. Ich möchte eine Flagge im Hintergrund sehen. Es wird wieder keine Flagge. Es wird Costil. Wieder 82er Rating. Wir bleiben ein bisschen höher.
Ist ganz gut. Aber muss halt noch mal ein bisschen besser werden. Jesus bekommen als Linksverteidiger. Und Lawrence von Red Bulls. Der könnte ein bisschen was wert sein. Marco Reus, gibst du mir einen seltenen Spieler? Du gibst mir einen Non-Rare. Was bist du denn für einer? Devic. Also wenn Ramsey der beste Spieler sein bleiben sollte, wäre ich schon ein bisschen enttäuscht. Jetzt kommt Eto'o wahrscheinlich. Nee, es kommt Mukanjo. Ja, schnell unterwegs, aber halt auch kein gutes Rating. Di Maria. Was bringt er mir? Wieder ein Non-Rare. Oh, nee, Alter. Chievo Verona, Borstian Cesar. Aber der erste 96er ist da und das ist Manuel Schmiedebach. Ole, ole, ole. Das ist doch ganz schön. Lulic nehme ich auch mal mit, weil ich meine Transferliste zwar eigentlich erweitert habe, aber sie noch nicht da ist. So, und den ganzen Kram nehmen wir hier auch mal mit. Einzig Borstian Cesar, der wird abgestoßen. Und ja, mein Wappen muss ich noch ändern. Oh, wieder nur Non-Rare, Alter. Das kann schon mal nichts Gutes sein. Das ist halt so hart nervig. Das ist Marquezine. Dazu noch Dennis Pratt, mittlerweile bei Sampdoria. Und Müller. Brr. Es sind nur noch 4 Packs. Also jetzt langsam muss der 90 bewertete mal kommen. Kriege ich Flaggen? Ich kriege keine Flaggen. Ich kriege hier Mehdi Benatia. 83. Ah. Gut, wir brechen damit unseren Rekord der letzten Episode, was ursprünglich der Plan war, aber halt nicht den insgesamten. Das ist ein bisschen schade. Trotzdem sollte der ein bisschen was wert sein. Das ist dementsprechend okay. Diesmal haben wir aber Glück, oder? Non-Rare. Mann, das ist doch kacke. Jetzt langsam nervt es mich echt. Anfangs war ich ja noch total gechillt, was das angeht. Aber jetzt gerade... Okay, wahrscheinlich einfach, weil meine Packs enden. So, vorletztes Pack mit Anthony Martial, nochmal was Seltenes, wieder Non-Rare, Alter. Und zwar Lilson Lindelöf, den kenne ich aber aus dem Karrieremodus, den ich gespielt habe. Der ist eigentlich gar nicht mal so scheiße, aber halt auch nicht gut. Das allerletzte Pack für dieses Pack-Opening und zwar ein Non-Rare, Alter Schwede. Aber Erik Durm immerhin, der könnte für ein bisschen was gehen, weil er halt einer der schnellsten Außenverteidiger der Bundesliga ist. Ist trotzdem schade gelaufen auf jeden Fall. Hätte besser laufen sollen, aber gut, man kann nicht alles haben. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Schreibt mir in die Kommentare mal rein, ob es bei euch besser gelaufen ist als bei mir, auch wenn das nicht sonderlich schwer ist. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Das nächste Pack-Opening wird es dann geben, sobald die Vollversion da ist. Und ich denke mal, darauf könnt ihr jetzt schon gar nicht mehr warten. Oder bei dem geilen Pack. Ich bin definitiv gespannt, aber normalerweise ziehe ich ja sowieso nichts Gutes. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, passt auf euch auf, lasst ein Like, damit ihr euch gefallen hat. Schreibt einen lieben Kommentar, schaut die Videobeschreibung. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.